No. Heute Szene 2. Take 1. Date 7. 5. Sehr schön. Klick. Ja. Heute geht's zum 70-Mile-Drive. Eichhörnchen füttern. Der frühe Vogel fängt den Burger. Guten Morgen, Cowboys and Ladies. Ja, die erste Nacht im Auto. Und wir sind 6:00 wach. Wir haben aber gut geschlafen. Wir sind schon irgendwann, weiß nicht, wir lagen auch schon um 9. Haben ein bisschen Rücken. Ist ein bisschen, liegt noch ein bisschen schief und krumm in der Kiste drin. Aber das geht, ich hätte mir das schon mal vorgestellt. Jetzt gehen wir erstmal schauern. Und der Campground ist noch am Schlafen hier. Und mit dem Wetter haben wir irgendwo noch kein Glück. Ist aber ganz angenehm, also es ist nicht kalt. Aber so ein bisschen sonnenblauer Himmel haben wir noch schön. So. Geh ins Behinderten-WC. Viel Erfolg. Mal gucken. So. 5 Cent, wir müssen mal schnell gehen, Leute. So, hat geklappt. Man muss auch alle beide reinschmeißen. Alibaba ist auch schon fertig. Alibaba, da dampft alles. Und, war smart? Ja. Bei mir hat es eine Weile gedauert. Wahrscheinlich ist die Leute was gefüllt werden. Das kann sein. Oh, ich sag euch, ich hab's ja auch kritisch. Ach so, ist alles Bild angegangen? Behinderten WC. Ja, ja. Ein von Borsch. So, jetzt gibt's Frühstück. So sieht's aus. Lampfeuer. Alibaba hat dann schon mal was vorbereitet, habe ich gehört, über Nacht. Breakfast. Kann man machen, ne? So in freier Natur. Ja. Bei Regen. 70-Mile-Drive. Das ist unser nächster Halt, genau. Wir verlassen jetzt unseren schönen 35 Dollar Campground. Fragt euch nicht, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich bin gestern im Bad hingeflogen und mit Kopf gegen die Tür geknallt. Ja, wirklich. Na, wahrscheinlich bist du das. Deswegen, es wird mich bestimmt die nächsten Tage noch begleiten hier. So 10 Tage mindestens, denke ich mal, dass weg ist. Ja, das war die Ausfahrt, Einfahrt vom Camp Grant. Muss ich das noch bezahlen? Ich hab den Anita geschossen, ja. On your steering wheel. I want to see your hands. On your steering wheel. Get out of the fucking car, bitch. Wir haben zurzeit Erdbeersaison. Oder so wie das aussieht. Nur Erdbeeren werden hier gepflückt. So, vielleicht haben wir ja Glück mit dem Wetter auf dem 70-Mile-Drive. Alibaba ist schon seit einer halben Stunde am Radiosender suchen.
Shit, nigga, nigga, shit, nigga, 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 East Coast. Nee, wir sind West Coast. Hey, West Coast. So, mal gucken, wie das hier aussieht. Am wunderschönen 70 Mile Drive. Oder 70 Mile Road, nee, Drive. Kommst du klar mit der Straßenführung hier? So. Wie viel waren das jetzt? 10? Hast du dein Portemonnaie? Ja, hab ich hier. Musst du dich bei den 10 Dollar drehen? Hey, $10 and 50? Yes, sir. 50 Cent haben wir hier auch noch. Ja, 50 hab ich. Ich hab bloß keinen 10er. Ich gib dir den 20er. Ich hab nur, ich will gucken, ob ich einen 10er hab. Komm mal, ich hab nur. Yep. Give me one more quarter. One more quarter? Two quarter. Hier, ich hab noch einen. Ach, das ist ein Quarter? Nee, das ist nee, oder? Let me see. Very good. Thank you. Okay. Up to the hill on the right side. Yes, okay, thank you. So, jetzt sind wir hier auf diesem 70 Mile Drive. Wir müssen uns aber erstmal so ein bisschen hier einfinden, wo hier was ist. So, Punkt 1. Shepherd's Knoll. Oder Shepherd's Knoll. Knoll, keine Ahnung. Wir sind jetzt hier. Heute Nacht haben wir hier geschlafen. Ja. Und das ist Naturschutzgebiet. Oh, hier. Sieht man sogar die Küste. Jetzt dazu entschlossen, Alibaba und ich bauen eine Steinburg. Ja, ja, Stein. Ja, das ist an der Küste von vom 70 Mile Drive. Spanish Bay. Das heißt der Punkt. Sehr schön. Sieht sehr schön hier aus. Schön mit der Kamera bewaffnet. Das ist cool. Wir bauen uns auch so eine geile Steinpyramide hier. Wer wartet was? Also, pass auf. Also mindestens 5. Na, 5 übereinander stapeln, okay? Neu oder kann man irgendwo aufbauen? Nee, 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 wir müssen ja neu anfangen. Wir wollen jetzt natürlich unsere eigene Steinburg bauen. Wir haben gesagt, mindestens 5. Wir wollen nicht übertreiben, ne? Wir wollen nicht übertreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist noch nichts mehr, Alibaba. Da geht er mit der. Ich weiß nicht, was du andauernd zu negativ denkst. Die gehen noch 4 drauf. Ja? So, jetzt sind wir am nächsten Punkt. Am Bird Rock. Hier ist der Bird Rock. Ich habe hier einen Freund gefunden. Nur noch mehr. Oh, da bist du. Du bist aber nah dran.
bestimmt eine Frau, so wie das Ding post. Du sollst bitte dann hier stehen, wo ich jetzt stehe? Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Du fotografierst so, dass die Bäume da drüben mit drauf sind. Jetzt rammel da hin. Okay, hat er es gemacht. Schön die Fußabdrücke. Wir haben jetzt den nächsten Punkt erreicht, The Lone Cypress. Gibt es bei Google ungefähr 3 Millionen Bilder von dem Ding. Der irgendwo da unten sein wird. Mal gucken, wie wir rankommen. Der soll angeblich laut hier, was hier drin steht, soll der 250 Jahre alt sein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was, die Erde gibt es schon so lange? Nein, aber den Baum. Da ist das gute Stück. Hinlaufen ist aber anscheinend nicht, sonst würden da schon mehr Leute stehen. Hättest du bei der Stasi arbeiten können, so wie du hier fotografierst. That's the end from the 70 mile drive. Goodbye, goodbye, goodbye. Hier steht, in Amerika steht sogar immer noch eine Person dazu. Da reicht nicht nur ein Schild. Übernächste Rechtszeit. Nicht die jetzt, sondern die danach. So, wir sind jetzt in einer Mission. In einer Mission sind wir. So an einer Mission. Jetzt kriegen wir ja was zu essen. Wir sind in einer Kapelle. Friedhof. Irgendwie so diese Muscheln haben die da. Das habe ich gestern schon bei diesem Surferparadies da gesehen. Da waren auch viele so Gedenktafeln. Und bei dem einen war auch so eine Muschel da dran mit reinge. So, wir verlassen jetzt Santa Cruz und nähere Umgebung und fahren der Küstenstraße an Route 1. Highway 1 fahren wir Richtung Santa Barbara, also quasi Richtung Süden. Mal gucken, was uns alles auf dieser Küstenstraße noch begegnet. Welche Erlebnisse! Das ist the Whale Peak. Ziemlich viel Nebel. Da hängen die Wolken. Ist schon eine ganz andere Landschaft hier. Wir haben noch die Radio.
Oh, ach, ein die, Traum. Die dort. Ah, das müsste man eigentlich immer drunter. Ein Traum. Oder? 1900. 1932 die Brücke. Deine Schiffe sind da unten. Weltpremiere. Einer sitzt am Steuer. Jetzt kommen wir mal voran hier. Loose Gravel. So, let's have a look. In Big Sur Daily. Gucken, was es da gibt. Hi. Oh, es gibt Kaffee. Oh, wie geil. Na, dann nehme ich mir doch wohl einen mit für einen. Für einen Dollar. Lass mich doch nicht lumpen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo, denn morgen geht es dann schon fast in die Stadt der Engel. Ne? Los Angeles! Los Angeles, genau. Oh, unten links, ich blende es kurz ein, dann verpasst ihr auf jeden Fall die Folge nicht. Und jetzt muss ich weiterfahren. Hier wird gebaut. Ist alles sehr tüchtig, so wie es aussieht. No stopping anytime. Alibaba, was ist unser nächstes hier? Panorama-Alm. Es muss irgendwo Wasserfall sein. Und die guten Leute, die wollen irgendwie in einem Restaurant hier. Und wir kommen nicht raus gerade. So. Alibaba und ich befinden uns immer noch auf der Route 1. Und suchen immer noch den Wasserfall. Und suchen immer noch den Wasserfall Richtung Los Angeles. Und mittlerweile haben wir richtig Glück mit dem Wetter. The sun is shining. Und da unten ist es aber schon ein Rauschen. Da wollen wir mal gucken, wie der aussieht. Ich muss gleich pinkeln, wenn er so rauscht. Mega schönes Wetter jetzt. Sag mal, deine Linse ist doch schmutzig. Nein, die ist nicht schmutzig. Das sind nur Fusseln. Seht ihr auch die Fusseln? Sicher, dass es nach unten geht? Sicher? Aber wir haben ihn gefunden. Hier ist er. Ja. Boys and girls. Ich bin sehr unnötig. Boah. Ist ganz schön. Berge geschissen. Not easy. Alibaba hat endlich seine Wasserfälle gefunden. Bist du jetzt glücklich? Jetzt baden. Ich hab Badeschlüpfer an. Da oben. Aber irgendwie. Da unten links ist am besten. Das ist schon sehr nice.
hier. Das ist ganz schön. Mann, Mann, Mann. Ah! Ah! Da, Mensch, da. Was sagt der Äpfelprüfer? Wie viel Grad? Ich glaube, 30. Doch so viel. Mit T-Shirt. Hä? Mit T-Shirt. Ich hab's gerade mal. Geil! Geil! 30 Kilometer hinter sich gebracht! Das waren mindestens 80. Jetzt hat er endlich meiner Bitte nachgegeben. Ich habe mir die ganze Zeit gebettelt, dass ich fahren darf. Und wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Jetzt fahren wir Richtung Santa Barbara. Ja, und halten noch dort ein, wo es schön ist. Wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Ich habe mindestens noch 80 Jahre zu leben. Mindestens. Na, dann bin ich gespannt. Wenn du so weiter säufst, dann nicht. Ich sauf wieder gar nicht. So, wir sind jetzt auf der South 101. Richtung Santa Barbara. Wir versuchen es jetzt erstmal mit tanken. Gucken, ob wir das erst so hinkriegen. Wie das hier funktioniert mit Karte und hast du nicht gesehen. Spooky Hotel. Siehst du? Ja, es war ein Hotel. Guck mal hier, alles solche alten Teile. Cool. Wir haben sie bestimmt die Theaterdecke erst vor 10 Jahren lang geballert. Vorher war noch Staub. Genau, Pferdekutschen. Pferdekutschen. Da vorne die. So, dann kostet eine Gallone 4,70 Dollar oder was? Oder 60 oder 80 oder was soll man überhaupt tanken? Wir nehmen. Nicht das Billigste, sagt er, oder was? Nee, er hat gesagt, das können wir ruhig tanken. Ja? Ja, ja, nur kein Diesel. Regular, ne? Ja, genau, regular. Ach, ich muss andersrum. So. 87 hat er gesagt. Hier gibt es wohl kein Super Plus. Diese gibt es ja gar nicht, oder? Ja, nicht an der Zeile. So, paying a pump, follow the instruction. Hauptsache kein Baseball, ich bin krass. Also wir mussten jetzt da drinnen erstmal bezahlen. Und die hat uns gefragt, für wie viel wollt ihr denn tanken? Wir haben jetzt geschätzt, sagen wir mal 60 Dollar. Wir haben das schon. Geht schon? Na dann. Ach, ich hör's doch schon. Wenn ich muss dann abbrechen oder lässt du weiter los? Genau, der geht alleine. Ja? Ja, dann werden wir sehen. Macht er alleine? Das ist aber ganz genau hier. Ja, nicht einen Tropfen zu viel reinlassen. Tada! Finish. Gut, dann hole ich noch zwei Bier drin. Warte, ich will mal noch
Cowboys. Nein. Jetzt ist es weg. So, mittlerweile ist es schon dämmerig geworden. Oh, ein Baseball-Court. So, wo sind wir jetzt? Santa Barbara Pier. Gucken wir mal, was wir hier noch so um die Uhrzeit finden, entdecken. Müssen wir noch Fischbrötel kriegen. Guck mal. Oh, da hinten die Bohrinseln. Weiß nicht, ob ihr seht, da hinten sind ganz viele Bohrinseln. Die haben wir vorhin schon an der Küste gesehen die ganze Zeit. So, dann sind wir jetzt hier so im Fischereihafen gelandet. Ein Restaurant. Oh, riecht das geil. Das, was mich ja irgendwie so ein bisschen fasziniert, ist die ganze Zeit, wir sind ja immer an der Küste und es geht nirgendwo Wind. Wenn du in Deutschland oder in Malle da am Strand bist, bläst dauernd irgendwie was, ne? Aber hier... Hier ist nothing. Aber jetzt auf der Kamera, das jetzt rauscht das bei mir auch, hier ist zu dunkel für eine Actioncam. Das maritime Museum. Ist ja pretty beleuchtet hier. Ja, wir sind noch ein bisschen am gucken wegen Campground. This night, wo wir so richtig schlafen. Aber hier ist Schlafen verboten. Und jetzt werden wir noch mal 5 Kilometer außerhalb von Santa Barbara. Ist wo ein Free Campground. Schauen wir mal, ob wir da. Wollen wir mal gucken, ob es da klappt. Mittlerweile haben wir es Ortszeit. 20:36 Uhr. Ja, keine Aussicht. 5 Kilometer rechts rum. Nee, hier noch nicht. Hier noch nicht. Nee. So, wir haben den Campground erreicht. Das ist der End. Das ist wirklich, das ist kein offizieller Campground, aber es ist ein Parkplatz. San Marcos Food. Ja, wo willst du jetzt parken? Vorne oder hier unten? Oder hier oben? No motor vehicle. Cowboys and Cowgirls. Das ist So, wir, es ist vielleicht ein bisschen hell, Jungs. Nur ein bisschen. Zurücktreten. So. Ja, wir sind jetzt angekommen in Santa Barbara. Danke. Prost. Genau. Und dann geht's abends das nächste, weil morgen geht's nach Los Angeles. Demzufolge nicht verpassen zu abonnieren. Denn da gehen wir morgen auf Beverly Hills. Das schauen wir uns an, dann auf dem Walk of Fame Walk geplant. Wenn wir alles schaffen, Observatorium und ist Hollywood Sign. Falls dann die dritte Folge oder vierte Folge nicht erscheint, sind wir abgestochen worden heute.